Ja, herzlich willkommen hier wieder auf Line Media. Da der politische Diskurs aktuell durch die Rassismusdebatte angeheizt wird und es dabei sehr schnell zu emotionalen Anschuldigungen kommen kann, möchte ich heute mit einem kurzen Disclaimer ein klares Statement zur politischen Einordnung meiner Person und meines Kanals setzen. Dieser 70-sekündige Disclaimer wird in der nächsten Zeit ein fester Bestandteil zu Anfang meiner Videos bleiben. Doch vorab noch ein kurzer Disclaimer. Erstens, ich lehne jegliche Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ab. Ich stehe, selbstverständlich auch im Rahmen der Laien-Media-Berichterstattung, für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen, Kulturen, Ethnien und Nationen. Wir sollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und das Gute in unseren Mitmenschen erkennen. Vorurteile dürfen nicht ins Zentrum des öffentlichen Diskurses getragen werden. Zweitens, ich lehne jegliche Form von Extremismus und Gewalt ab. In der Geschichte haben sich friedliche Bewegungen stets als effektiv und beständig bewährt, um wichtige gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Vorbilder sind dabei zum Beispiel der afroamerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King, der ein herausragender Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen die Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA gewesen ist. Drittens, ein weiteres Vorbild ist für mich der indische Anwalt, Pazifist und Morallehrer Mohandas Karamchand Gandhi, auch genannt Mahatma Gandhi, der von 1869 bis 1948 gelebt hat. Er ist der geistige und politische Anführer der gewaltfreien indischen Unabhängigkeitsbewegung gewesen. Und abschließend viertens, eine Politik der Spaltung gehört nicht ins 21. Jahrhundert. Die Aufgabe der Politik ist es, in der Gesellschaft Brücken zu bauen, wo die Geschichte Gräben hinterlassen hat. Eine Politik der Spaltung und Instrumentalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen sollte abgewählt werden. Ja, falls sich dieses Statement mit eurer Sichtweise deckt, könnt ihr dies gerne durch einen Daumen nach oben unter diesem Video signalisieren. Mein nächstes politisches Update erscheint voraussichtlich morgen Abend. Mich würde es freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet, und bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao.